Frühjahrsklausur der Freie Wähler Landtagsfraktion in Nürnberg. Die Abgeordneten sprechen dort über die aktuelle politische Lage und zahlreiche weitere landespolitische Themen. Im Vordergrund das geplante Volksbegehren für eine Wahlfreiheit zwischen achtjährigem Gymnasium G8 und dem neuen G9. Im historischen Rathaus werden die Mandatsträger vom Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Mahly empfangen. Thema des Gedankenaustauschs? Demografischer Wandel, Herausforderung für die Metropolregionen und den ländlichen Raum. Nach dem rund einstündigen Gespräch brechen die Abgeordneten in Richtung des Nürnberger Flughafens auf. Dort begrüßt sie Managing Director Karl-Heinz Krüger. Dieser erläutert, dass der Airport in den vergangenen Jahren einen starken Passagierrückgang zu verzeichnen hat. Die Freien Wähler setzen sich für eine Stärkung des Standorts ein, um die Attraktivität der ganzen Region zu steigern. Nach der Stippvisite am Flughafen geht's weiter zum Studio Franken des Bayerischen Rundfunks. Dort wartet schon der stellvertretende Studioleiter Norbert Küber auf die Abgeordneten. Im Mittelpunkt des Besuchs steht die Zukunft eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks, für den sich die Freien Wähler besonders engagieren. Das Abendessen nutzen die Abgeordneten für Gespräche mit kommunalen Mandatsträgern der Freien Wähler aus Franken und lassen so einen interessanten Tag in Nürnberg ausklingen.